Weniger erfolgreich war, wer gestern St. Gallen posten wollte. Wegen dem katholischen Viertag aller Heiligen haben die Läden im ganzen Kanton geschlossen. Darum sind tausende St. Galler für ihren Wochenendeinkauf in Nachbarkanton Thurgau gereist. Während in der Stadt St. Gallen fast gähnende Leere herrscht, geht es im thurgauischen Rickenbach zu und her wie in einem Bienenhaus. Das Einkaufszentrum Breite ist gerade mal 2 Kilometer von der Grenze zum Kanton St. Gallen entfernt. Und darum sind viele St. Galler am gestrigen Tag im Nachbarkanton auf Shoppingtour. Dementsprechend wird um jeden Parkplatz gekämpft. So fest, bis die Polizei muss eingreifen. Viele der St. Galler Shopper sind überrascht, dass es bis im frühen Abend noch so viele Leute hat. Ich habe gedacht, ich habe weniger Leute. Darum bin ich auch erst zu Abend gegangen. Und habe ja, Schöckli kam, 3:30 Uhr. Wie viele Leute es hier noch hat. Ich schätze noch die Hölle los. Ich war mir bewusst, dass vermutlich am Morgen ein bisschen strüber zu einher gegangen ist. Wir haben einfach raus, das Wetter geniessen. Dementsprechend sind wir halt hier hin, weil ja, der Laden offen ist. Hier, oder? Also sprich, das Einkaufszentrum. Für den Detailhandel im Thurgau sind Allerheiligen St. Galler Shoppingtouristen Gold wert. So freut sich auch der Direktor von Manor Zrickenbach über den umsatzstarken Samstag. Ja, wir merken das sehr stark. Also wir merken es noch mehr, wenn es auf einen Wochentag fällt, also auf einen Arbeitstag. Das ist so wie letztes Jahr, das ist auf einen Freitag gefallen. Dann macht man am Freitag gerade mal den doppelten Umsatz von sonst. Wir merken es aber jetzt auch am Samstag sehr stark. Also da liegen wir jetzt gut etwa 20-30% über einem normalen Samstagsumsatz. Wird sich am Schluss des Tages dann definitiv zeigen, aber ist ein grosser Ansporn und freut uns natürlich auch. Den probieren wir möglichst gut abzuholen. In St. Gallen, wo an diesem Tag die Läden zugeblieben sind, stört man sich ab dem nicht. Schliesslich sei es am 1. Mai gerade umgekehrt. Sind Sie schon mal bekocht worden vom Stauchoch? Falls nicht, erleben Sie das, wenn Sie dranbleiben. Der Mannschaftskoch vom FC Bayern München und deutsche TV-Star Alfons Schubeck zeigt Ihnen, wie Sie normale Nudeln in einen Gaumenschmaus verwandeln. Im Anschluss kommt die Sendung Praxis Gesundheit. Dort dreht sich alles ums Thema Gallen, Krankheiten und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten. Zuerst sehen Sie jetzt aber noch das ausführliche Wetter. Ich wünsche Ihnen im Namen vom News-Team einen schönen Sonntagabend. Ade miteinander.